Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dungeons 1 hier in unserem Dungeon. In der Vorbereitung gegen den Endboss der Runde 2. Den Minotaurus. Und wir legen weiter fort. Wir hatten das letzte Mal schon mal angefangen, die Goblins schon mal zu suchen. Wir haben 5 von ihnen gefunden. Und wir konnten auch schon die ersten Angriffe abwehren. Wir konnten die ersten Fallen aufbauen. Das hat schon mal alles ganz gut geklappt. Ich bin jetzt noch im Ausbau, weitere Winkel noch so ein bisschen mit Fallen zu versehen. Und auch mal zu schauen, wo wir die ein oder anderen Monster noch platzieren werden. Weil wir haben ja, naja, eigentlich relativ wenige... Ein Champion hat den Dungeon betreten. Na, wenige von dem Pentagramm noch, ja... in unseren Dungeon verteilt. Das muss ich alles noch so ein bisschen ändern. Das werde ich auch alles noch so ein bisschen ausbauen. Euer Wächter wird angegriffen. Aber jetzt wird erstmal geguckt, wie wir hier weiter vorgehen. Was für Nebenquests wir haben, wie das hier. Treppe ins Ungewisse, sammelt. Oh. Auf der Karte sind Goldbeutel versteckt, die wir finden sollen. Uiuiuiui, na, da müssen wir dann auch mal gucken, ob wir die hier so finden, ja. Ich denke mal, die werden als einziges logischerweise nicht auf der Karte verzeichnet werden. Helden getötet, Meister. Wäre auch so ein Nebenquest, den wir erfüllen müssen. Aber wo suchst du da? Weil sehen tue ich jetzt hier erstmal nicht wirklich was. Wir erhöhen erstmal unsere Goblins. Brauchen definitiv erstmal weiteres Gold. Aber ich sehe jetzt hier wirklich keinen Goldbeutel, ne? In dem Sinne. Da ist jemand im Kerker gelandet. Können wir den? Genau, in der Folterkammer stecken. Aber hier ist nichts. Also hier siehst du, wie gesagt, schon mal gar nichts. Außer die paar Menschen, die ich definitiv erstmal mit zerstören werde. Also mit in den Kerker bringen werde. Wir machen das erstmal alles so nach und nach, ne? Alles so ein bisschen schrittweise. Und werden uns versuchen, hier größtmöglich oder bestmöglich in unserem neuen Dungeon erstmal zurechtzufinden. Der ist ja schon mal sehr, sehr weitläufig, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze anstellen. Komm, ab in die Folterkammer. 2 Räder haben wir zur Verfügung. Die werden wir definitiv komplett ausnutzen. Und vielleicht noch das eine oder andere Teil mehr bauen. Sicher ist sicher. So, wie sieht's aus? Hier geht jetzt schon mal das große Goldsammeln los. Trotzdem gucke ich noch, wo man an welchen Stellen eventuell noch so ein bisschen Fallen aufbauen könnte. Ich brauche aber trotzdem dir das ganze Gold. Ich will jetzt nicht ganz so viel an Wänden einreißen, weil wäre ja im Endeffekt blöd wegen der Fallen, ne? Weil wenn du zu viel aufreißt, kannst du ja dann keine Fallen mehr bauen. Ich hoffe bloß niemand, dass da an die Folterkammer geht und die Leute befreit. Aber die sind ja sowieso beschäftigt. Werden mal trotzdem hier mal noch so ein paar Monster mit hinbauen. So als letzte Ablenkung, ne? Falls sie Richtung, in die Richtung zum Beispiel gehen, dass sie da so ein bisschen abgelenkt werden. So. Hier bauen wir mal noch so einen kleinen Raum mit ein. Die Räume werden allgemein nicht sehr groß werden, ne? Also es ist hier auch gar nicht in dem Sinne so möglich. Dafür müsste man viel, viel, viel mehr Wände einreißen. Und das ist es mir dann im Endeffekt nicht wert. Weil je mehr Wände du im Endeffekt einreißt, ne, desto schneller könnte die Gefahr wachsen, dass sie
unkomplizierter zu meinem Dungeon herzukommen. Und das wollen wir ja in dem Sinne vermeiden. Dass so eine große Menge gleich mit ans Dungeon Herz geht. Das muss nicht sein. Wir sammeln derweile weiterhin Kandidaten für unsere Seelenenergiestrategie. Gold dafür wird ja schon kräftig gesammelt. Wir müssen stärker werden. Der Minos schickt euch weitere. Um gegen Minos irgendwie eine Chance zu haben. Die Leiche in die Folterkammer. Na, das läuft doch schon mal sehr, sehr vielversprechend. Da geht direkt der nächste gleich weg. Gut, dass die alle keine Verteidigungszauber mit haben, aktiv haben. So kriegen wir sie gleich mit wenigen Schlägen weg. Schön alle in die Folterkammer, dass wir das ganze Ding voll haben. Hat einen Helden über dem Jordan geschickt. Dann können wir auch schon direkt die nächsten im Kerker mit hineinbringen. Da haben wir zum Beispiel Goldsäcke gehabt. Aber wo jetzt die anderen sind, so ein bisschen fraglich. Hier haben wir Goldsäcke, aber mehr als genug. Schnell mal hinlaufen. Herausforderung erfüllt, Erkunder. Dann nutzen wir doch gleich alles rings um den Brunnen dazu, das so ein bisschen zu updaten. Zu unseren Gunsten selbstverständlich. Da werden sich aber unsere Gegner ganz besonders freuen. So, können wir direkt noch weitere Folterinstrumente sammeln. Na gut, wenn wir Platz hätten. Das ist der Nachteil, ne? Also entweder wir gehen dann noch so ein Stückchen weiter nach oben. Oder es ist halt wenig Platz hier, ne? Das ist jetzt ja sehr weit vorne. Wir unterstützen mal unsere Monster und greifen den erstmal an, den einzelnen. So, wie sieht's aus? Findet ihre Brieftasche wieder. Das heißt, wir brauchen auch selbst dafür noch weitere Goldteile. Meister, ein Champion ist in euren Dungeon gekommen. Aber ich finde keins weiter. Also zumindest jetzt noch nicht. Die einen drei hatte ich jetzt schon gesehen. Aber die anderen werden wieder etwas krimineller. Geht nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder gedacht habe, dass es sein könnte. So, wir machen hier mal noch so ein paar Fallen mit hin. Damit auch so ein bisschen Flexibilität ist, ne? Nicht nur alles auf dem Fußboden verteilen. Auch mal so ein bisschen an der Wand verstecken. Und so Gegner, die soll ja mal eine Herausforderung haben, ne? Nicht immer nur das Gleiche. Könntest du ihn ja nicht ganz so einfach machen. Hier, das nehmen wir auf jeden Fall mit, das Gold. Vielleicht werde ich hier oben sogar noch einen Raum machen, weil das würde sich ja im Endeffekt ja gut rentieren eigentlich. Weil da oben wird, denke ich mal, selten einer hinkommen. Da könnten wir noch einen Raum mit hinbauen. Bin gerade am Überlegen, was das für einer wird. Aber dazu gleich mehr. Erstmal müssen wir den Champion hier aufhalten. Auch wenn er noch nicht bei unserem Zyklopen war. Aber ich muss meinen Zyklopen erstmal etwas entlasten, weil ich auch noch nicht weiß, welche Angriffe allgemein jetzt noch folgen werden. So, Seelenenergie wird definitiv fleißig gesammelt. So, wie sieht's hier aus? Ich bin immer noch nebenbei auf der Suche nach diesen Gold-Section, die hier
ausgepriest worden sind. Da hätten wir, dachte ich zumindest, was gehabt, aber es war wohl doch nichts. Da ist ein Goldsack. Da haben wir wieder einen. Da weiß halt aber nicht, ob das von ihm kommt oder von den Menschen. Ist ja auch egal, wir haben es jetzt in unserer Gewalt. Sehr gut. So, lass die Helden stärker werden. Ist egal. So ein richtiges kleines Labyrinth, ja? Also, deswegen sagte ich ja, ne? Der Dungeon, der ist sehr offenherzig. Du hast viele, viele Teile, die halt aufgerissen sind. Und du kannst nur an wenigen Stellen, wie zum Beispiel hier so kleine Räume, mal so einen Kerker verstecken. Und noch schwieriger, irgendwie ausreichend an Waffenschmiede, an Rüstungsproduktion. Das ist halt alles nicht so ganz einfach. Na, also Waffenschmiede meine ich jetzt hier mit diesen... Schergen des Miners in euren Dungeon unterwegs. Waffenschmiede meine ich jetzt nicht hier... Ich will euch nicht beunruhigen, aber... Ihr werdet ja, Waffenschmiede meine ich hier, ihr wisst schon, dass mit der Seelenenergie und hier mit der Magie teil, ne? So, und hier werden wir jetzt anfangen, eine etwas größere Folterkammer zu bauen. Das lohnt sich aber auch viel mehr, ne? Dann machen wir noch so einen... Wollen wir hier noch so einen großen Kerker hinmachen? So... Das passt. Ist ja eh alles dasselbe. Ah, da seht ihr, da ist schon wieder neue Kundschaft drin. Die geht direkt in die Folterkammer. Jawohl. Noch in die alte. Die neue haben wir jetzt. Also, es wird nichts unversucht gelassen. Dass wir genug Seelenenergie zusammenbekommen. Ach, das sind schon wieder neue von Minus. Ja, das hatte ich ja gehört gehabt. So ganz am Rande. Da haben wir auch wieder Goldsäckchen. Ach komm, wir gehen einfach mal hier rein. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Was haben wir denn schon zu verlieren? Allergrößten Notfall, da rennen wir wieder weg. War überhaupt nicht abzusehen, dass das eine Falle wird, aber einfach bloß die Hebel betätigen, dann sind wir hier ganz schnell wieder draußen. Das scheint doch zu gehen. Ja, wir haben ja Speedbuffs und alles drinne. Kommt schön durch. Noch ist nichts verloren. Sehr gut, jetzt gehen sie alle wieder an ihren Platz. Da können wir doch jetzt auch hier hintergehen und den letzten Goblin befreien. Ich meine, wenn wir sowieso einmal hier sind. Hier stimmt etwas nicht. Ich denke, ihr solltet besser Marthas hierher geleiten, damit er sich das einmal ansieht. Na, bleib doch mal ganz entspannt. Ich will ja eigentlich bloß hier hinter, um den Nebenquest erstmal zu erfüllen. Ein Held ist hier sind sie nämlich auch schon wieder. Wir haben so viel zu tun, wir haben gar keine Zeit, Marthas jetzt erstmal dahinter zu bringen. Erstmal müssen wir das hier alles unter Kontrolle bringen und danach gehen wir weiter Richtung Minos, seinem Kraftfeld, was er da gegeben hat, um sich zu schützen. Der Feigling! So, wir werden auch weiterhin unsere Prestige-Zeug alles nach oben steigern, damit wir stark genug werden für den Angriff. Erstmal sind es bloß die Monster, die wir beseitigen müssen, Meister, die uns hier so anbringen. Jemand greift euch an. Aber ansonsten ist ja erstmal alles soweit entspannt. So, erstmal hier so ein bisschen verteilen. Okay, ich würde sagen, ich beende es erstmal an dieser Stelle. Ich suche dabei ein bisschen weiter, was hier noch so für Nebenquests verborgen sind.
Seid auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder dabei. Ich freue mich schon auf euch und sag schon mal bis dahin, euer Paddy und ciao.